Ja, herzlich willkommen bei Verkunzelt. Wir diskutieren hier gerade über knarzende Stühle. Mein Mann hat sich da irgendwie ein Exemplar herausgegriffen, das bei jeglicher Millimeterbewegung meint, einen Ton von sich geben zu müssen. Also das wird heute eine sehr spannende Aufnahme. Ja, willkommen. Ihr seht, wir sind heute nicht im Garten. Wetter ist nicht so wirklich berauschend, es ist kalt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin euch ja noch was schuldig. Ihr erinnert euch bestimmt an das eine Video, wo ich euch noch mal was zum Thema Milchtüte gezeigt habe. Und da waren unter anderem Milchtüten dabei, wo ich mit Servietten gearbeitet habe. Ja, und heute, ich löse meine Schuld ein. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie das mit der Serviettentechnik funktioniert. Ja, wir kommen wieder zur obligatorischen Materialliste. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich erstmal eine, ja, leere, also schon behandelte Tüte, Milchtüte. Ich hatte es euch ja mit der Milchtüte gezeigt, also mache ich es jetzt auch hier wieder mit einer Tüte. Dann brauchen wir auf jeden Fall Servietten. Ich habe jetzt hier so mal zwei Serviettentüten rausgesucht. Da gibt es ja wirklich super viel, also irgendetwas, was euch gefällt. Es ist auch vollkommen egal, ob ihr klein, ob ihr groß, was auch immer. Hauptsache Serviette. Dann natürlich das Wichtigste, damit das Ganze auch funktioniert, einen sogenannten Serviettenkleber, einen Serviettenlack. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch was gefunden, was ich mir vor Jahren mal bestellt habe über einen Bastelversandhandel. Der ist relativ gut, war auch nicht so teuer, und von daher reicht das vollkommen für das, was ich hier tun möchte. Und einen Pinsel, ganz klar, weil mit den Fingern lässt sich das Ganze irgendwie schlecht aufbringen. Ja, bevor ich jetzt die Serviette auf die Milchtüte aufbringen kann, muss ich vorher noch etwas tun. Das wollte ich euch aber schon ein bisschen genauer zeigen, weil jetzt einfach so sagen, wir ziehen den Untergrund der Serviette ab und bringen es auf, finde ich, reicht da nicht. Also ich wollte es euch gerne noch zeigen. Also wir nehmen uns mal hier so eine Serviette und ihr seht, ja, erstmal nichts Besonderes. Wichtig ist eigentlich das, was wir hier auf der Rückseite sehen. Ich halte es jetzt nochmal in die Kamera. Hier ist so eine Beschichtung, ist klar, weil wenn ihr eine Serviette benutzt, soll ja nicht direkt, wenn ihr euch den Mund abwischt oder irgendwas vom Tisch runter abwischt, der ganze Siff schon da durchwandern. Also ist die Serviette verstärkt. Und diese Verstärkung hier, die müssen wir herunter haben, weil sonst ist das zu dick und das wird nicht schön aufgetragen auf den Gegenstand, wo wir die Serviette drauf haben wollen. Ja, wie funktioniert das? Ich habe es jetzt hier schon so ein bisschen umgeknickt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Ich versuche das jetzt hier mal. Hier war jetzt so eine Ecke schon abgegangen von der Serviette. Ihr seht, hier ist dieser komische weiße, ja, Untergrund. Und das hier ist im Prinzip das, was mich hier interessiert an der Serviette. Das kann ich hier, ihr seht es, gut abziehen. Tada! So, und jetzt kann man das noch gerne als Schnuffeltuch oder was weiß ich, Küchenpapier weiterverwenden, also man muss es nicht wegwerfen. Das heißt, wir tun es an die Seite, tadam, und haben dann jetzt letzten Endes das Material, was wir benötigen, um das nachher hier auf die Milchtüte aufzubringen. Ja, ich würde sagen, wir starten. Jetzt haben wir die Serviette hier liegen und jetzt müssen wir uns das Ganze in Form bringen. Am besten ist eigentlich, das Ganze jetzt zu rupfen, also das heißt nicht so in diesen glatten Ecken und Kanten, wie wir das hier haben, sondern sich das hier zu nehmen und mit der Hand einmal komplett hier zu lösen. Ich gehe jetzt hier einmal rum, mache hier mir ein Viereck raus. Muss jetzt auch nicht super akkurat sein. Also wie gesagt, mit der Schere kann man es machen. Aber lasst euch gesagt sein, das fällt nachher schon so ein bisschen auf, wenn ihr so glatte Kanten habt. Vor allem kann man dann, wenn da so ein bisschen was schief geht,
besser kaschieren, als wenn das so glatt ist. So, das machen wir hier auch mal ein bisschen ab. Das tun wir mal an die Seite und dann hier unten. So, wenn ich das dann fertig habe, geht es auch schon direkt los mit dem Aufbringen auf die Milchtüte. Das tun wir jetzt erstmal an die Seite. Jetzt haben wir hier die Milchtüte. Wir legen die Serviette auf. Ich mache das so ungefähr, dass das einigermaßen gerade aufliegt und dass natürlich die Schrift hier einmal hier auf dem breiten Feld zu lesen ist, weil ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn es übers Eck geht. Das so mal am Rande bemerkt. Und dann nehme ich mir einmal den Serviettenlack. Ihr werdet sehen, es geht relativ einfach. Also das muss man nicht für studiert haben. Und das finde ich eigentlich so schön an dem Ganzen. Vor allem ist es kindertauglich. Und Kinder sehen dann halt auch ziemlich zügig den Erfolg. Denn manchmal muss man ja auch direkt mal sehen können, dass es funktioniert. Okay, wir fangen an. Ihr seht, ich bringe jetzt hier so ein bisschen gebupst das auf. Und ihr seht schon, dass hier, sobald ich die Ecken rumschlage, ich fange hier einfach unten an, das Ganze auch schon anfängt zu haften. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, muss ich das jetzt hier auf der ganzen Fläche einbringen? Ja, müsst ihr. Das heißt, ihr müsst einmal wirklich komplett hier auf der Serviette bitte den Lack aufbringen, damit es auch wirklich auf dem Gegenstand haftet. Also ihr müsst es nicht, wenn euch das jetzt hier mit der Milchtüte nicht zusagen sollte, auf der Milchtüte machen. Ihr könnt es auch auf dem Keilrahmen machen, ihr könnt das auch auf dem Holzstück machen. Also der Serviettenlack ist, was das angeht, wirklich vielseitig. So, ihr seht hier schon den Unterschied, wo ich den Lack aufgebracht habe. Hier zieht es auch schon an und hier müssen wir auf jeden Fall noch drüber gehen, um hier dann eine Haftung zu bekommen. Ja. Ich werde das jetzt in diesem Format hier so weitermachen. Da müsst ihr aber nicht bei sein, weil ich denke, das kann sich jetzt hier jeder selber ausdenken. Wenn ich hier angekommen bin an der Ecke, nehme ich mir einfach das nächste Stück, ich mache es mal eben ab, setze das dann an. Klar, also hier, das mache ich dann auch, dieses Frisselige. Setzt das hier an und gehe dann mit dem Serviettenlack drüber. Und dann werdet ihr sehen, da sieht man nachher keinen Unterschied, also eine Naht oder sonst irgendwas. Ich würde sagen, ich mache weiter und zeige euch gleich einfach das fertige Produkt. Bis gleich. So, ich bin fertig. Ich habe das Ganze jetzt auch schon trocknen lassen, weil ich gedacht habe, dann kann ich damit auch direkt weiterarbeiten. Trocknungszeit, ja, ich würde sagen, lasst es mal eine gute halbe, dreiviertel Stunde, Stunde durch, wirklich durchziehen. Das Problem ist, da die Serviette ja sehr dünn ist und wenn ihr dann den Kleber aufgebracht habt und kommt dann noch in einem nassen Zustand dran an diese ganze Sache, dann habt ihr direkt die Serviette schon am Finger hängen. Das wäre ja so ein bisschen, ja, unschön. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier angetrocknet auf der Milchtüte drauf. Ihr seht, hier einmal ringsrum, hier unten einmal die Ecken rumgelegt, also auch nicht groß irgendwas geschnitten. Und jetzt kann ich im Prinzip die Tüte weiterverarbeiten zu dem, was ich damit machen will. Heißt, entweder ich krempel die Seiten um oder aber ich mache mir eine Dose da draus. So, wir sind fertig. Oder ich bin fertig vielmehr. Ihr müsst es ja noch machen. Wie ihr seht, habe ich jetzt einfach mal die drei aus dem vorherigen Video schon bekannten Milchtüten nochmal hier hingestellt. Die habt ihr ja bestimmt schon in diesen vorherigen Videos gesehen. Also hier einmal mit Rose gemacht und hier einmal mit ja, hier so Gänseblümchen. Und hier wäre jetzt auch meine Lavendelserviette.
Die habe ich allerdings ein bisschen anders verarbeitet, die Milchtüte, ihr seht es schon. Ich wollte nämlich das Ganze als Dose verpacken, also als Geschenkdose. Und ja, wie das funktioniert, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Ihr seht schon, ihr müsst dabei bleiben, da geht kein Weg dran vorbei. Ich würde sagen, habe fertig, hab viel Spaß mit der Technik. Sie ist einfach, sie ist auch nicht teuer. Das solltet ihr hinbekommen. Ich denke, wir sehen uns dann wieder zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt verkunstet. Entweder hier bei mir zu Hause oder bei uns im Garten. Lasst euch überraschen. Bis dahin habt eine gute Zeit. Ja, tschüss zusammen. Das heißt, da am besten. Oder da. Wo kannst du am Anfang ruhig dir erzählen? Und wieder ein wunderbares Bild für die Outtakes. Kratzt du mal lieber nicht die ganze Zeit mit dem Stuhl herum. Würdest du das bitte lassen? Der Stuhl ist nicht gut. Nein, es ist nicht gut mit dem Stuhl. Was tut denn da? Pff, echt jetzt? Ich weiß ja nicht, was das jetzt soll, ne? Hm? Kann ich jetzt? Du bringst mich voll aus dem Konzept.